Ich sehe Hunde, die an der Leine reißen. Nach Auschwitz drei Geschichten, erschienen im Steidel Verlag. Die erste Geschichte, das leere Haus. Eine alte Frau sitzt in Pittsburgh. Sie war da, in A. Und sie reflektiert sich und sie erinnert sich an ihr Leben. Mit mir trage ich immer das leere Haus. Die Fenster offen, der Wind bewegt die Gardinen. Damals haben wir die Nachbarn hinter ihren Gardinen gesehen. Sie haben alles genau verfolgt, die gebrüllten Befehle, die rohen Scherze, das Gelächter der deutschen Soldaten und das Schnauben der Pferde, als sie meine Eltern, meine Geschwister und mich zu den Wagen getrieben haben. Schon im Ghetto wurde erzählt, dass die Nachbarn kurz darauf ihre Häuser verlassen haben, um alles aus unserem Haus wegzuschleppen. Ihre Gier hat keine Viertelstunde gebraucht. Ich höre die Dielen knarren, als ob noch jemand von einem Zimmer ins andere ginge. Wo der Schrank im Wohnzimmer stand, sieht man noch die Abdrücke seiner Füße. An den Wänden hängen keine Bilder mehr. Alle Bilder sind jetzt in meinem Kopf. Als wir in A, nein, ich werde den Namen dieses Ortes nie mehr aussprechen, bis zu den Hüften im Wasser standen und Schilf geschnitten haben, habe ich immer versucht, den Platz neben Maria zu ergattern. Sie war damals noch eine kräftige junge Frau, die sogar manchmal bei der Arbeit summte. Das hatte für mich etwas Tröstliches. So als würde dies alles irgendwann an sein Ende kommen und wir würden zum Essen gehen wie normale Menschen. Wir haben immerfort an Essen gedacht. Sogar aus dem Wasser und zwischen dem scharfen Schilf haben wir Suppe gerochen, die es nicht gab und niemals geben würde. Der Hunger hat in uns gewühlt wie ein Hund in einem Haufen Knochen. Die zweite Erzählung in diesem Band, ich sehe Hunde, die an der Leine reißen, heißt ein Stück Wiese am Wald. Ein Waldstück in Birkenau zwischen den Krematorien Nummer 4 und 5. Es ist der Sommer 1944. Auf der Wiese stehen ein Mann und eine Frau. Alle anderen hat man weggeführt. Er. Sie redet und redet. Alle sind weg. Aber sie redet und redet. Man muss doch etwas machen. Man muss sich doch beschweren bei denen, dass sie uns hier einfach allein herumstehen lassen. Wir könnten uns doch auch nützlich machen. Das abgebrochene Holz zusammenklauben, Ordnung schaffen hier im Wald. Da hatte ich von den Deutschen mehr erwartet. Die anderen haben sie schon zur Arbeit fortgeschafft. Nackt sind sie gegangen. Man wird sie wohl desinfizieren. Die Kleider liegen noch immer unter den Bäumen. Wir sind ordentliche Leute. So haben sie alles fein säuberlich zusammengefaltet und auf kleine Stapel gelegt. Wir wollen uns von den Deutschen nichts nachsagen lassen. Sie. Das Gebell macht mir Angst. Man hört, wenn der Mensch die Tiere scharf gemacht hat. Wenn sie zupacken wollen, wenn sie an der Leine reißen. Sie hetzen aus allen Richtungen, ganz nah. Mein Kopf ist wie eingefroren. Ich will keine Gedanken haben. Ich stehe hier, bis die anderen wiederkommen. Und dann wird man weitersehen. Hauptsache, wir bleiben zusammen.
Musik war immer in unserem Leben. Sie war in unseren Herzen. Sie kam aus dem Mund und sie kam aus den Händen. Und sie ist am Tag aus unseren Fenstern auch denen in die Ohren gefallen, die an unserem Haus vorübergegangen sind. Wir waren in ganz Kaposchwar bekannt für die Musik, die wir zu Wege brachten. Da war das Klavier, da waren die Flöten, die Violine, da war das Grammophon und später der neue Schallplattenapparat. Kinderlieder, Walzer, Opern, Schlager. Wie oft sind wir bei Aufführungen im Gergely-Theater gewesen? Alle Kinder in unserer Familie konnten nicht genug bekommen von Hänsel und Gretel. Und nach der Aufführung sind die Melodien mit uns nach Hause gegangen. Und wir haben weitergesungen. Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchen klein. Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Er. Ich habe uns nach der Abfahrt gezählt, so wie ich in meinem ganzen Leben alles gezählt habe. Ich habe die Arbeitsstunden meiner Holzarbeiter gezählt, ich habe die Stämme gezählt, die sie aufgeladen haben, ich habe alle Stufen gezählt, die ich in meinem Leben hinaufgestiegen bin. Und so habe ich aus Gewohnheit und zur Beruhigung am Bahnhof auch die Waggons gezählt, die sie für uns an die Lokomotive gehängt haben. Es waren 24. Ich habe begonnen, die Leute zu zählen, als sie in die Wagen hineingeklettert sind oder man die Kinder und die Alten hineingehoben hat. Ich habe versucht, sie zu zählen, aber irgendwann sind mir die Zahlen gestorben. Es waren zu viele. Es war von allem zu viel. Sie, als sie vorhin nach den drei Tagen der Dunkelheit die Türen der Waggons geöffnet haben, war da zuerst das Licht. Wir haben uns den Arm vor die Augen gehalten, weil wir geblendet waren. Wir sahen nichts, aber wir hörten die Hunde. Erst hinter den Hunden kam die Musik. Ich habe den Arm heruntergenommen und die Menschen gesehen, die in Uniformen, die die Hunde hielten, und die Uniformen, die etwas Höheres waren. Sie starrten durch uns hindurch, als seien wir gar nicht da. Zwischen all dem irrten Musikfetzen umher, so wie Papier auf einem Hof vom Wind hochgewirbelt wird. Die Musik war hinter dem Stacheldraht und sie blieb im Stacheldraht hängen. Schumanns Träumerei. Natürlich habe ich sie erkannt. Aber mir war, als ob die Töne vergeblich wären, als ob es keinen Sinn mehr hätte, zu träumen. Thank you.
dass man den Unseren befohlen hat, sich in diesem Wald nackt auszukleiden, das war nicht richtig. Das war unwürdig. Es hat wehgetan. Ich habe mich abgewandt. Gillicke hat gerufen, Opa, ausziehen kann ich die Schuhe schon alleine. Die letzten Wochen im Ghetto hat sie mit mir das Schuhbänderbinden geübt. Ganz ernst. Bald bin ich groß, Opa. Und ich kann mir die Schuhe selber anziehen. Wo ist das Kind hin? Sie werden die Kleine doch nicht zum Arbeiten schaffen? Mein Engelkind? Mein Herzblatt? Sie. Komm, lass uns wieder hinübergehen. Ich will das Haus nicht aus dem Blick verlieren, in das Sie die Unseren verschleppt haben. Du hast recht. Sie werden sie bald wieder herausgeben müssen. Wir werden sie empfangen und trösten. Wir haben auf eure Kleider aufgepasst. Wir werden den Alten und den Kindern helfen, sich anzuziehen. Die Mützen braucht keiner mehr aufzusetzen bei dieser Hitze. Wir hatten sie mitgenommen. Wir haben so viel auf unsere Leiber und in die Koffer gepackt, wie wir tragen konnten. Wir wussten doch nichts über all das hier. Wir wissen nicht, wie lange wir bleiben müssen. Tage, Wochen, Monate. Ich will nicht daran denken. Ich will daran denken, dass wir wieder alle zusammen sein werden. Auch die Musik und deine Sägen. Alles, was zu uns gehört, wenn wir wieder am Leben sind. Vielleicht warten sie schon auf uns. Komm, es ist Zeit. Der dritte Text ist ein fiktives Tagebuch, das zwei Menschen durch ihr Leben begleitet, nämlich Felix Nussbaum, den berühmten Maler, jüdischen, deutschen Maler aus Osnabrück, und seine polnisch-jüdische Frau Felka Platek. Sie beginnen ihr Leben hoffnungsvoll, freudig und enden in Auschwitz. Und dieser Weg wird beschrieben in dem Text, der den Titel des Buches trägt, Ich sehe Hunde, die an der Leine reißen. Alles beginnt mit der Kindheit. Wir haben auch einen schönen Tannenbaum. Papa hat ihn gekauft. Wilhelm von gegenüber hat mich auf der Straße angebrüllt, Juden dürfen gar keinen Weihnachtsbaum haben, weil sie den Herrn Jesus umgebracht haben. Mama sagt, halt dich von dem Bengel fern. Sein Vater ist der größte Antisemit in unserer Straße. Vater brummt, Antisemit, ein Hornochse ist der, dumm und dunkel. Felka, August 1942. Erst im Mai der Stern. Jetzt beginnen die Deportationen in den Osten. Nach Polen? Was machen sie dort mit den Menschen? Mit uns? Wann stehen wir auf der Liste? Wir werden nicht gehen. Felix sucht für uns ein Versteck. Es ist lebensgefährlich, uns zu verstecken. Wer wird diese Gefahr auf sich nehmen? Heute früh sah ich auf der Straße einen Oleander in voller Blüte. Ich trug den Stern nicht. Felix, 20. Juni 1944.
Sie trommeln an der Tür unseres Verstecks. Jemand muss uns verraten haben. Nach Stalingrad haben wir wirklich gehofft. Aber es sollte nicht sein. Ich stütze Felka, während ich die Tür öffne. Sie sollen uns ins Gesicht sehen. Sie sollen uns nie vergessen. Ich habe nur noch einen Wunsch. Auch wenn wir untergehen, lasst unsere Bilder nicht sterben. Felka, 1. August 1944. Im Güterwagen. Seit gestern rollt der Zug Richtung Osten. Wir kauern im Stroh. Felix neben mir. Die Kinder haben Durst und betteln um Wasser. Es gibt kein Wasser mehr. Felix spricht leise mit Herrn Goldberg. Ein kleiner, zarter Mann, Uhrmacher. Immer wieder sucht sein Blick seinen Werkzeugkoffer. Uhrmacher werden überall gebraucht. Das ist sein Trost. Aber gibt es noch Zeit für uns? Zum Abschluss einen Titel des großen brasilianischen Komponisten Villa-Lobos, Trezinho. Das Motiv des fahrenden Zuges wird aufgenommen.